Wir befinden uns im Jahr 1981. Ja, der Ort, die Millionenstadt. Und auch Kindern der Millionenstadt wird es manchmal zu viel. Der Straßenlärm, die vielen Menschen. Und irgendwann in der Ferienzeit beschließen auch die TKKG-Bande, ja, Tarzan, Karl, Klößchen und Gabi mit ihrem Cockerspaniel Oskar in die Ferien zu fahren. Ja, und was liegt näher? Ich habe ja schon immer vermutet, dass die Millionenstadt in Norddeutschland ist. Viele meinen, die wäre im Süden, in München. Aber nein, ich glaube, die Millionenstadt ist Hamburg. Für mich ist es Hamburg. Und was liegt näher, als 100 Kilometer zu fahren und die schöne Nordsee oder auch Ostsee zu haben? Und wenn man da noch ein Ferienlager hat, in dem der Häuptling der Kinder Rasputin heißt, dann kann die Sache doch nur spannend werden. TKKG sind im Ferienlager. Und was macht man in so einem Ferienlager? Ja, man macht nicht nur Abende am Feuer mit Stockbrot, sondern man geht natürlich auch raus, man geht wandern, man geht Radfahren, man ist am Meer und schwimmt so weit, dass die wilde Nordsee zulässt. Und als Junior-Detektive, ja, merkt man auch schnell, wenn irgendwas nicht stimmt. Und an einem sehr regnerischen Tag, als die vier mit dem Hund in der Stadt unterwegs sind, sehen sie eine alte Dame, die von einem amerikanischen Cadillac nass gespritzt wird. Der fährt also durch eine Pfütze und macht die arme Frau von Kopf bis Fuß nass. Natürlich eilen die hilfsbereiten Teenies der Großmutter, der Oma zur Hilfe und erfahren, dass sie Drülz heißt. Ja, sie dürfen sie Oma Drülz nennen und sie nimmt die Kinder kurzerhand nach Hause. Und das war wohl ein großer Fehler, denn Willi Sauerlich ist ja eine neunköpfige Raupe. Und da Oma Drülz die besten Schinkenbrote von ganz Norddeutschland macht, verputzt Willi locker 9 Stück, rülpst und hat immer noch Hunger. Ja, dann schüttet die liebe Oma Drülz ihren, ja, Enkeln in Anführungsstrichen ihr Herz aus. Ihr geht es überhaupt nicht gut. Nach dem Tod ihres Mannes, der auf See geblieben ist, lebt sie allein in einem einfachen kleinen Haus. Doch leider wird ihre Nachtruhe immer öfter durch Gespenster gestört. Es heult ums Haus herum, es klopft. Ja, die Frau wird regelrecht terrorisiert. Da sie aber ein bisschen abergläubisch ist, denkt sie, es wären vielleicht irgendwelche Geister, die vom Meer herüberkommen und sie terrorisieren. Gleichzeitig findet die TKKG-Bande aber heraus, dass ein Bauunternehmer, der Herr Thiessen, ja, ein fieser Typ mit einem noch fieseren Sohn, Interesse an ihrem Häuschen bekundet hat und war da gar nicht damit zufrieden, denn er wollte ja Ferienappartements bauen und das klappt nun nicht, weil die alte Dame eben sich versagt. Ja, und darf ich spoilern? Ja, ich denke mal, wer das jetzt nicht kennt, sollte abschalten, wie Peter Lustig sagt. Der Rest hört zu. Ja, und so bekommen die TKKG-Bande, die bekommt heraus, dass der Sohn, der Nils Thiessen, ein ganz, ganz windiger Bursche, zusammen mit noch einem Schlawiner versucht, diese alte Frau verrückt zu machen. Ja, die klopfen und machen da ein Mordspektakel, damit diese Frau endlich aufgibt und in ein Altersheim zieht. Natürlich schaffen es Tarzan, Karl, Gabi und Klößchen, diesem Spuk ein Ende zu machen. Und natürlich endet diese Geschichte dann mit einem großen Schinkenbrotfressen von Klößchen und damit wäre die Geschichte, wenn es eine normale TKKG-Geschichte wäre, zu Ende. Aber nicht bei dieser Geschichte hier, ja? Denn das ist ein Doppelfall für TKKG. Das wäre jetzt das Ende gewesen von der TKKG-Folge. Nicht so bei dieser hier, ja? Diese Folge ist eine Doppelfall-Folge. DFF, ja, eine Doppelfallfolge, denn es gibt an diesem beschaulichen Ort noch viel mehr Verbrechen, die es
aufzuklären gilt. Aber bevor wir zu dem zweiten Fall gehen, möchte ich euch erstmal die grandiosen Sprecher vorstellen aus dem Fall Gespenster und Oma Trülz. Oma Trülz wird von Katharina Braurin gesprochen, einer Koryphäe. Also ich denke, jeder, der sich mit Hörspielen befasst, dem muss ich über Katharina Braurin nichts erzählen. Ihr könnt gerne mal in die Playliste schauen, da gibt es einiges über sie. Und der böse Herr Thiessen ist Ernst von Klipstein, der Mann von Marianne Kehlau, auch grandios und unnachahmlich verkörpert er diese Rolle. Und dann haben wir, da muss ich jetzt noch mal ganz kurz schauen, natürlich Rasputin, ja, Günther, der Heimvater, ja, wird von Wolle Völz gesprochen. Wolfgang Völz, ja, kennt jeder aus Graf Joster und der Mann ist einfach auch, den kann man nicht ersetzen, ja, leider an Demenz gestorben vor einigen Jahren. Also, die tragen diese Story und Klößchen ist sowieso der Oberburner mit seinen Schinkenbroten. Ja, jetzt kommen wir zum Fall 2. Es könnte ja alles so schön sein, ja. Eine laue Brise, das braun-graue Meer der Nordsee, ja, die Dünen, aber irgendwas stimmt nicht. Was stimmt nicht? Ja, Drohbriefe werden geschrieben, ja, ein Master-Blackmailer in einer beschaulichen Gegend an der Nordsee. Ja, Gabi bekommt Drohbriefe. Du widerwärtiges Straßenmädchen, dir wird dein Hochmut noch vergehen. Wir werden deinen Köter vergiften. Solche Briefe bekommt Gabi Klockner. Papis Liebling bekommt solche Briefe. Und natürlich lässt Tarzan das nicht auf sich sitzen, sondern forscht nach. Und was er da erlebt, ja, das ist schier der Oberhammer. Denn Dirk Hansen hat sich in Gabi Klockner verliebt. Und weil sie nicht mit ihm tanzen wollte, hat er eine Mordswut auf das Mädel. Und hat sie natürlich mit diesen Drohbriefen unter Druck setzen wollen. Natürlich findet die TKKG-Bande auch hier heraus, wer dahinter steckt. Sie decken sogar noch einen Diebstahl in einem Bundeswehrdepot auf. Heutzutage müsste man den Schimmel von den Waffen kratzen. Ja, auch die zweite Folge ist recht putzig. Allerdings haben wir hier jetzt nicht so die große Sprecherriege wie beim ersten Fall. Zu erwähnen wären Pamela Punti und Rüdiger Schulzki, die ihre Sache recht ordentlich machen. Ich empfehle bei dieser Geschichte natürlich die Urfassung, Leute. Also ihr könnt natürlich auch gerne hergehen und euch die CD nehmen. Jetzt ist mir gerade hier das Cover ein bisschen verrutscht. Ihr könnt euch die CD nehmen. Ja, die ist von 2003. Ja, mittlerweile kann man die gar nicht mehr im Handel kaufen. Oder ihr nehmt euch die Kassette. Wenn eure Kassette noch sehr gut funktioniert, dann nehmt euch die. Dann habt ihr nämlich so das richtige Ferienfeeling und Kindheitsfeeling, wenn ihr die hört. Wenn ihr diese Kassette nicht habt, ja, dann ist es halt so, dann kauft euch die im Internet. Das lohnt sich auf alle Fälle. Und wenn sie mal kaputt geht, könnt ihr auch gern in der Playliste nachschauen, wie man die repariert. Da habe ich euch ein Video reingestellt, ja. Und wenn alle Stricke reißen, dann nehmt ihr halt diese CD. Ich finde an dieser CD nur gut, dass das Cover größer ist. Das ist aber auch schon alles. Die Folge der Folge, ja, ich bin ja ein Fan der ersten 60 Folgen von TKKG. Diese ganzen Retro-Archiv-Folgen liebe ich. Die eine Folge mehr als die andere, aber im Großen und Ganzen sind sie mir alle ans Herz gewachsen. Diesem Abenteuer im Ferienlager, dem gebe ich eine Note 2. Ja, es hat keine 1 bekommen von mir, aber bekommt eine 2, weil ich die immer wieder hören kann, weil ich gerade den ersten Fall, der so ein bisschen mysteriös ist und ja, weil ich den einfach liebe und weil ich natürlich diese ganzen Zwischenmusiken sehr liebe und das irre Intro, ja, TKKG, und mit einem Jo sage ich danke fürs Zuschauen und ab sofort jeden Sonntag anstelle der Schallplattengeschichten eine Rezi zu irgendeiner Hörspielfolge. Wenn ihr Ideen habt, zu welcher Folge ich mal eine Rezi machen soll, dann schreibt das einfach unter das Video hier in den Kommentar rein. Mal schauen, was ich machen kann. Okay? Immer schön.